Redner, das Wort dem Kollegen Jan Korte für die antragstellende Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin 1977 in Osnabrück, Niedersachsen, geboren worden und beim Fall der Mauer war ich 12 Jahre. Niemals hätte ich mir erträumt, vom Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland beobachtet und überwacht zu werden und dass Akten über mich und meine Freunde gesammelt wurden. Das war für mich schier unglaublich und das ist es heute erst recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. 2009 wurde ich und viele andere der Linken direkt in Sachsen-Anhalt, bekanntermaßen Ostdeutschland, in den Deutschen Bundestag gewählt. Und jetzt fragen sich zu Recht die Wählerinnen und Wähler, ob sie eigentlich noch unbefangen und vertraulich mit ihren Abgeordneten reden können. Damit zerstören sie ganz konkret Vertrauen in die Politik vor Ort. Das ist wirklich bodenlos. Das Kernproblem, um das es aber eigentlich geht, das ist die Tatsache, das müssen Sie sich einmal vorstellen, denken Sie doch mal drüber nach, dass ein Geheimdienst parteipolitisch benutzt wird, um eine Oppositionsfraktion zu beobachten. Das ist schlicht antidemokratisch. Das ist antidemokratisch. Die Linke setzt auf die Kraft der Argumente gegen Krieg, Sozialabbau und einen völlig enthemmten Finanzkapitalismus. Das ist durch und durch demokratisch und angemessen in diesen Zeiten. Zwei Anmerkungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich dann doch machen. Einmal an den Vorsitzenden der SPD, Sigmar Gabriel, vielleicht guckt er gerade zu, dass Sie ausgerechnet in dieser Woche bei dieser Lage Rot-Rot ausschließen müssen mit großem Tamtam. Das können Sie gerne machen, um auf einen Politikwechsel zu verzichten und weiter bis in alle Ewigkeit als Juniorpartner mit der CDU zu koalieren. Aber in dieser Woche machen Sie sich damit leider zum Werkzeug des Verfassungsschutzes und der CSU. Und zur CSU will ich dann doch auch noch eine Bemerkung machen, weil Sie ja besonders engagiert und geifernd hier bei der Debatte auftreten. Ausgerechnet die CDU, CSU, die in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist mit ihrer Kumpanei mit dem Pinochet-Regime in Chile und dem südafrikanischen Apartheidsregime, von Ihnen brauchen wir keine Nachhilfe. Sie sollten in Demut schweigen bei diesem Thema. Ich fasse zusammen. Erstens, die Überwachung der Opposition, gleich welcher Opposition, durch einen Geheimdienst verstößt gegen die Grundidee des demokratischen Rechtsstaates und verhindert die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Zweitens, nicht Gesetze der Linken, sondern vor allem ihre Gesetze wurden in den letzten Jahren mehrfach vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig dargestellt. Die Linke hat keinem zugestimmt. Keinem einzigen. Und ich weiß nicht, inwieweit das bei Ihnen angekommen ist. Seit 1990 gibt es die DDR nicht mehr. Das ist für Ihr Weltbild, was nur aus Schwarz-Weiß steht, ein Problem, offenbar. Und der Kalte Krieg ist dementsprechend auch seit über 20 Jahren vorbei. Und Ihre kalte Kriegsrhetorik, die Sie an den Tag legen, ist ohne eine historische Grundlage und sie ist intellektuell erbärmlich. Auch das muss hier gesagt werden. Und in dem Zusammenhang, der Antikommunismus war in der Tat schon immer die Grundtorheit unserer Epoche, wie es Thomas Mann zu Recht gesagt hat. Aber unter Adenauer war es zumindest noch rhetorisch unterhaltsam. Auch davon ist bei Ihnen nichts übrig geblieben. Es ist intellektuell schlecht und es ist rhetorisch schlecht. Zum Schluss. Die Linke, ihre Wählerinnen und Wähler, ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten werden sich nicht einschützen lassen durch ihre politische Geheimdienstbehörde, die sie gegen uns in Stellung gebracht haben. Und wir werden uns, um das auch klar zu sagen, auch nicht auseinanderdividieren lassen. Es gehört keiner der 27. auf so eine Liste, um das klar zu sagen. Kein einziger. Und
Wir werden weiter die Demokratie und den Sozialstaat verteidigen. Und eins sage ich Ihnen auch, den Sie abreißen und beschädigen, das werden wir weiter tun. Und wir werden im Übrigen weiter unbeirrbar für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, für die Idee des demokratischen Sozialismus eintreten. Da können Sie ganz sicher sein.